Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ja, neuen Let's Play, und zwar zu Lords of the Fallen. Ich hatte mir überlegt, da ja im, soweit ich weiß, im April Dark Souls 3 rauskommt, hatte ich mir überlegt, ich möchte mal wieder so ein Spiel spielen wie Dark Souls, und war eigentlich am Überlegen, Dark Souls 2 Scroll of the First Sin oder keine Ahnung, sowas. Scroll of the. Wie hieß das? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall das Dark Souls für den PC zu spielen, das Dark Souls 2 für den PC. Und da ist mir aber aufgefallen, ich habe ja noch Lords of the Fallen, was ich seit einem Jahr oder sowas habe und eigentlich nie richtig gespielt habe. Und das ist ja eigentlich so ähnliches wie Dark Souls. Und deswegen bin ich jetzt zur Entscheidung, oder habe ich mich jetzt dafür entschieden, Lords of the Fallen zu spielen. Dark Souls 2 habe ich schon durchgespielt. Deswegen mal was Neues ausprobieren. Also ich habe mal wieder absolut keine Ahnung. Ich weiß zwar ein bisschen was, ich habe schon ein bisschen was gespielt. Also den ersten Bossgegner habe ich besiegt, und das ist ja eigentlich keine große Leistung gewesen. Weil es war ja auch so ein bisschen Tutorial-mäßig, und da war das dann eigentlich nicht so schwer. Aber wahrscheinlich werde ich es jetzt beim nächsten Durchlauf mega verkacken. Aber ja, man weiß ja, wie es ist. So, ich starte ein neues Spiel auf Spielstand 2. Und darf mir jetzt als erstes mal eine von drei Klassen auswählen. Auswahl der Magieklassen. Wir haben hier verschiedene, oder drei verschiedene Magieklassen. Wir haben hier einmal Prügel, Trost und Täuschung. Prügel ist für, ja, für Krieger eigentlich, ne? Weil der Charakter, den man spielt, man spielt immer denselben Charakter. Man spielt Kastor? Wie hieß er nochmal? Ich weiß es nicht. Man spielt immer einen Charakter, und was man eben verändern kann, ist die Ausrüstung und eben die Magieklasse. Prügel wäre jetzt eigentlich eher so für einen Krieger. Gelehrten oder Trost in dem Fall, Defensivzauber, um mich zu heilen und zu schützen, finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Und Täuschung ist natürlich für einen Schurke relativ gut, um Gegner zu täuschen und tödlich zu verletzen, zum Beispiel hier. Ich bin dafür, ehrlich gesagt, dass wir uns hier diese Magie der Gelehrten reinziehen und so eine Art Kleriker machen oder so eine Art Paladin. Deswegen wähle ich das jetzt hier mal aus. Die Ausrüstung würde ich sagen, nehme ich einen Kleriker eigentlich, ne? Ich bin schon voll dafür, dass wir einen Kleriker nehmen. Krieger? Nee. Schurke? Nee. Kleriker. So. Kleriker mit Harkinisa. Harkin, ja. Kleriker mit Trost, Magie und schwerer Rüstung und einem Hammer. Passt. Drei Heiltränke, ein Magiesplitter. So soll's sein. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Naja. So, wir werden jetzt als erstes mal hier das kleine Intro sehen. Schön gemacht übrigens. Und da ist, ich glaube, sogar zum Spiel des Jahres 2014, zum besten deutschen Spiel des Jahres 2014 oder sowas gewählt worden. Ich weiß es nicht genau. Das sind alles Halbwahrheiten, die ich hier verbreite. Gefallener Gott, Schöpfer und Zerstörer von Welt. Höre meinen Ruf! Meinen Ruf des Widerstands!
Warte. Wir haben Steinwehr erreicht. Und so nähert sich die Suche nach Antanas ihrem Höhepunkt. Hoffentlich ist der, den wir suchen, den Blutzoll wert. Wir sind endlich da. Machen wir uns an die Arbeit. Es ist ruhig. Zu ruhig. Selbst für ein Kloster. Warte. So, da ist auch schon unser erster Gegner eigentlich. Wir sind eigentlich schon mitten im Spiel. Gegen einen Rogue anzutreten, ist eine große Herausforderung. Die Grundlagen zu erlernen, nähere dich dem Moradur direkt von vor dir mit dem linken Steuerkreuz. Ich spiele das übrigens mit dem Xbox 360 Controller. Wenn du jetzt keine Hilfe brauchst, drück einfach B. Ich mache das jetzt aber einfach mal hier. Ich laufe jetzt einfach mal dahin. So. Und die erste Regel im Kampf lautet fokussieren. Genauso wie in Dark Souls machen wir mit RS. Hat man, glaube ich, auch gemacht damit. So, blocken mit LB ist auch ganz normal eigentlich. Schlagen auch mit RB. Und nochmal schlagen. Und eine Rolle mache ich mit B. Ist eigentlich auch ganz klar. Und harte Schläge. So dann, genau. Und ich kann noch einen weiteren harten Schlag hinzufügen. Solange das eben meine Ausdauer da unten zulässt. Haushalten. Haushalten. Der Rohrstoffbalkenbild zeigt deine Energie an, beziehungsweise ist das meine Energie, ne? Behalte sie beim Kämpfen im Auge, sie regeneriert sich zwar, aber wird von den meisten Aktionen verbraucht. Und, ja, Glückwunsch, dass ich meinen ersten Gegner besiegt habe. Wunderbar! So, es gibt natürlich noch weitere Balken. Rot ist die Gesundheit, logischerweise. Und blau ist meine Magie für den Magiehandschuh, den ich bisher, glaube ich, noch nicht besitze. So. Hier ist dieses kleine Ding ins Kirchen, was der da hochgeschossen hat. Hier liegen tote Menschen rum. Ist okay, wir reden einfach mal mit ihm. Sie ist verschlossen. Ich habe hier übrigens auch Auswahlmöglichkeiten. Ist aber eigentlich eher so Nebensache. So, ich sage ihm jetzt einfach mal, wie öffnen wir die Tür? Es muss doch möglich sein, diese verdammte Tür aufzubekommen. Vielleicht einen Schalter oder einen Schlüssel? Ja, einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Okay, gut. Gott sei Dank weiß ich ja, wo es hingeht, ungefähr. Also nämlich, hier geht's rein und hier kommt nämlich auch gleich schon ein Gegner auf uns zu. So, kümmern wir uns gleich mal um den. Unsere Waffe ist unglaublich langsam. Da wir mit so einem Hammer da rumrennen. Aber ich bin ziemlich gespannt, ehrlich gesagt, auf die Magiezauber, die der Dingeskirchen, ja, die der Kleriker hat. Wow. So. Mal kurz warten. Wir können übrigens auch backstabben, wie man ja so schön in Dark Souls 2 oder in Dark Souls allgemein gesagt hat. Wir sind gleich mal zwei unterwegs. Kümmern wir uns erstmal hier um den. Ich glaube, der andere greift uns noch gar nicht so an. Das interessiert ihn noch gar nicht. Dann machen wir den ersten hier mal weg. So, und bei dem möchte ich das jetzt ehrlich gesagt mal ein bisschen, möchte ich das jetzt mal ausprobieren. Ah, perfekt. Hat schon funktioniert. Sehr schön. Wunderbar. Okay. Rollen können wir uns auch. Auch ganz wichtig wenn man jetzt als Schurken spielen würde, wird man sich eigentlich nur noch aufs Ausweichen und auf sehr viel Beweglichkeit eigentlich konzentrieren. In unserem Falle, weil ich das sowieso nicht kann, ist es eigentlich ganz gut. Man kann hier auch schleichen, wenn man das möchte. Ich bin jetzt aber eigentlich relativ Wurst. So. Ich weiß gar nicht, ob man kontern kann. Hier ist was. Mein Schädel
Die Knochen bewegen sich, sie wachsen. Es fühlt sich nicht wie Gift in meinen Adern an, eher wie flüssige Finsternis. Wir haben bei den anderen schon gesehen, was als nächstes passiert. Erst lässt das Augenlicht nach, dann folgt der Verstand. Bruder William, Bruder Peter und ich werden nicht zulassen. Das ist schon wieder was zum Lesen. Wir wählen den Tod. Oh, Vorsicht. So. Haben wir den auch schon mal geschafft. Ich werde jetzt eigentlich diese ganzen Audio-Logs, sage ich jetzt mal, werde ich mal aufnehmen. Können wir uns anhören. Die Feuer am Horizont breiten sich in Richtung unseres Dorfes aus. Ich flehe dich an. Gib Acht. Etwas Böses geht vor sich. Das kann ich spüren. Du kannst jederzeit hier im Kloster Zuflucht suchen. Was auch immer geschieht, Antanas kann uns retten. Bitte. Da oben haben wir... Okay, alles klar. Da oben haben wir schon mal einen Gegner. Das ist, glaube ich, so eine Herausforderung, oder? Also stand jetzt da oben auch gerade. Weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, gegen den zu kämpfen. Ah, okay, alles klar. Da haben wir gleich schon mal die Hälfte abgezogen. Vorsicht. Und gleich nochmal. 139 EP Erfahrungspunkte. Aber die haben noch nichts fallen gelassen, die Leute. Und ich habe natürlich mal wieder nicht geguckt. Weiß auch gar nicht, was es da gibt. Ach, guck mal hier, könnte man auch die Tür hier öffnen? Energiesplitter. Alright. Ich weiß gar nicht, ob man... Das ist doch... Ist das nicht der... Ach nee, das ist, jetzt bin ich hier oben wieder. Ah, okay. Jetzt bin ich hier einmal im Kreis gelaufen. Aber ich glaube, der Schlüssel war unten. Okay. Ja, genauso verwirrt wie ich, der Kaslo. Immer schön hier aufpassen mit der Energie, die wir haben. Die sind jetzt doch relativ leicht hier. Ich weiß leider nicht, ob man die so cool kontern kann, wie in Dark Souls. Habe ich auch noch gar nicht probiert, als ich das jetzt mal hier kurzzeitig mal gespielt habe. So, ich glaube, wir haben jetzt... Ah ja, wir haben den Riesenschlüssel gefunden. Okay, das ist sehr gut, denn jetzt schalten wir als erstes mal den Weg zum ersten Bossgegner frei. Und ich will gerade mal hier kurz gucken, ob es hier vielleicht irgendwie noch... Ah, sehr schön. Da haben wir einen Energiesplitter. Also heißt das auch wieder alles zerstören. Überall reinrollen. Mimikris gibt es, glaube ich, nicht. Also fleischfressende Truhen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ich weiß gar nicht. Ach, hier kann man rennen. Okay, gut, alles klar. Wow, jetzt hör mal auf hier. Das wird doch etwas zu rasant. So, wir haben jetzt den Schlüssel. Das heißt, wir rollen uns die Treppe hier hoch und, weiß gar nicht, so... Ach komm, wir geben einfach hier einen Schlüssel. Öffnen das jetzt einfach, so. Kein Gerede. Action. Jetzt zuckt es mich in der Nase. Oh Gott! Alright. Der erste Hüter, unser erster Bossgegner. Weiß gar nicht so, was ich von dem halten soll, ehrlich gesagt. Haben wir viel Schaden? Nein. Ein Punkt Schaden ist okay. Wow, okay. Damit
kann man ja schon mal was anfangen. Ja, 18 Punkte Schaden, okay. Ist gut, ist gut. Oh, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Sollte auf... Okay, gut. Er macht gut Schaden. Sagen wir es mal so. Wir machen ihm überhaupt keinen Schaden. Er macht aber gut Schaden. Alright. Ich glaube, das ist so die Chance, ehrlich gesagt, hier. Wenn er diesen Angriff macht. Also nicht diesen, sondern... Auch nicht diesen. Bin ich gerade unter seinem Schild durch. Bin ich durchgeluchst. Da kann man eigentlich ganz gut vorbei springen. Das ist natürlich... Boah, der macht natürlich auch durch das Schild Schaden. Der Sack. So, das ist wieder die Chance gewesen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt... Ich lass... Boah. Alter, okay. Ist gut. Au, oh, oh, shit. Okay, da stand ich jetzt aber mitten im Schwert drin. Das war... Ah, okay. Ich habe noch einen Heiltrank. Ganz schön viel abgezogen bisher, ne? So. Oh, ey, ich lauf wieder da durch. Idiot. Oh, fuck, okay. Wow, okay. Er verliert seine Rüstung. Das ist... Schon mal ein Vorteil. Ich weiß aber nicht, ob das mehr Schaden, dann, ob der mehr Schaden bekommt. Okay, da muss ich ein bisschen schneller sein. 19. Okay, na gut, ein Punkt Schaden mehr. Ist das schon mal, ja. Extrem viel. Okay, hier knallt er komplett meine Energie weg. Okay, das kann sich jetzt ehrlich gesagt nur noch um Stunden handeln hier mit dem. Boah, ey, da bin ich immer zu langsam. Okay. Ich weiß nicht, wenn ich die Waffe vielleicht zweihändig nehme. Ach, guck mal an, was ich hier machen kann. Ach so, okay. Na, wenn das so ist. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Man kann sich hier ab... Ah, man kann hier sozusagen so einen Klon rufen. Das wusste ich gar nicht. Okay. Okay, wir machen ihn trotzdem so... Okay, alles klar. Wenn das so ist... Geht das nochmal? Okay, und er greift jetzt wieder den Klon an. Okay. Das heißt, ich kann ihm hier erstmal schön ein bisschen Schaden drücken. So dass er eben nur noch nicht mehr viel aushält. Okay, jetzt holt er, glaube ich. Okay. Jetzt schmeißt er sein Schild weg und ist zweihändig unterwegs. Okay, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ein schöner Tänzer hier. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen, okay. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Finde ich gut. Er ist ja gar nicht so schwer. Oh shit. Oh shit. Ich habe keine... Moment mal, du sollst doch meinen Klon angreifen. Shit, okay. Okay, nicht gut.
Oh, wir haben es geschafft. Okay, erster Boss haben wir besiegt. Oh Mann. Ich wusste gar nicht, dass das mit dem Klon geht. Hätte ich mir ehrlich gesagt das erste Mal kämpfen. Habe ich übrigens mit einem Krieger gemacht. Und nicht mit dem Kleriker. Weiß gar nicht, ob der Krieger das gar nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Gut. Erster Hüter. Was war das? Einer dieser Herrscher, von denen Kassel mir erzählt hat? Und der Kerl lässt natürlich als erstes mal sein Schwert fallen. Beständigkeit. Wir können gerne mal kurz schauen, aber das Schwert ist halt extrem schwer, ne? Wenn wir das hier tragen. Können wir uns nicht mehr rollen. Aber ich finde... Moment mal, das ist gar nicht mal so schlimm hier. Aber wir sind halt einfach noch langsamer unterwegs. Aber wir benutzen das jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob man Sachen zweihändig nehmen kann. Naja, okay, gut. So, Charakterentwicklung. Du trägst die Erfahrung, die du durch Besiegen von Gegnern gewinnst, bei dir und entweder verwendest oder stirbst. Je mehr du da trägst, desto bessere Belohnung erbeutest du von Gegnern. So, wenn du deine bisherige gesammelte Erfahrung nicht verlieren willst, solltest du am Speicherpunkt splittern, wie in diesem hier sichern. In dem Fall, wenn du stirbst, bleibst du dort erhalten. Das hat also Vor- und Nachteile. Ja, durch das Ausgeben von Erfahrung hältst du Attribute und Zauberpunkte. Halte LT gedrückt, RT, um Attributspunkte zu verwenden. Alright. So. Wir können hier gleich mal kurz schauen, ne? Wir können hier einfach mal hier so... Okay, alles klar. Ist gut. So, EP aufbewahren, Zauberpunkte, was haben wir denn? Momentane Erfahrung 1886, ne? Und Attributspunkte könnten wir eigentlich 1100 Zauberpunkte. Attributspunkte. Ich mach mal einen Attributspunkt. So. Den kann man ja direkt ausgeben. Das heißt, wir können hier die Menge magischer Energie. 60 Schaden hier. Schaden ist immer gut. Gut, wie viel haben wir noch? Ach komm, dann machen wir hier mal. Dann legen wir hier aber mal bisschen hier Stärke reinmachen. So, halt, nee, das hat er jetzt gar nicht übernommen. So, jetzt aber. Okay, jetzt hat das übernommen. Alles klar, wir sind ein bisschen stärker. Das heißt wahrscheinlich auch, dass wir das Schwert nun ein bisschen besser benutzen können. Aber ich glaube, das ist einfach immer extrem schwer. Und extrem lahm. So, der Nordflügel. Ach, guck mal an hier. Wer steht denn da? Überraschung. Klappt natürlich nicht. 10 Punkte. Okay. Macht gar nicht so viel Schaden. 10, 20, 30. Das ist nicht viel. Da hat mein Hammer mehr Schaden gemacht, ehrlich gesagt. Naja. Ne, da hat der Hammer echt mehr Schaden gemacht. Und das Schwert ist halt extrem lahm. Okay, das ist mehr oder weniger gut, eher schlecht. Was haben wir gekriegt? Krieger. Eine Kriegerrüstung haben wir bekommen. Und ein Energiesplitter. Das ist übrigens die, ich glaube, das ist die... Wow, ich drücke über die falsche Taste. Das ist die Kriegerrüstung, die man, glaube ich, am Anfang auch bekommt. Also wenn man jetzt den Krieger nehmen würde, die ist ein bisschen besser. Aber ich glaube auch schwerer. Ja, die ist auch schwerer. Das heißt, ich glaube, wenn ich jetzt hier komplett die Kriegerrüstung nehme, den Kriegerhelm noch, da sind wir noch langsamer unterwegs, aber auch ein bisschen mehr geschützt. Das finde ich gut. Aber ich glaube, ich nehme jetzt den Hammer wieder. Ja, hier Schaden 10. Okay. Alright. Ist das aber schwerer als... Also ist sogar noch schwerer und macht weniger Schaden. Okay. Das hat eben nur den Coolheitsfaktor. Das blöde Schwert von dem Typen. Naja gut, okay, das war ja auch der erste Boss, also... Denke mal, viel Schaden. Beziehungsweise so gut kann das eigentlich gar nicht sein, das Ding. Hier gibt es noch so ein Audio-Log. Log-File. Nachdem der Gott verbannt wurde, trennten sich die drei Männer, die nun als die Richter bekannt waren,
für immer. Mit Ausnahme ihres gemeinsamen Zieles waren sie auf jede nur mögliche Weise. Schreck mich doch nicht so. Wurden auf dem Platz der Richter. Alter, okay. Um ihre grundverschiedenen Wege darzustellen. Diese Statuen bewahren Geheimnisse, als wären sie ihre Herzen. Sie sind in Stein verborgen. Nur ein Splitter der Helden könnte ein solches Herz zum Schlagen bringen. Und nur eine unendliche Kraft würde es herausreißen. Boah, das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Mann. Okay. Was gibt's hier? Ah, Gegner. Ah, so ein kleiner hier. So ein Luschi. Ach, eigentlich hätte ich gerne drei Schläge, weil das wird nämlich... Wenn wir die relativ leicht eigentlich tot kriegen. Okay. Geheimnis. Soll man das sagen, dass hier ein Geheimnis ist? Oh, die. Ah. Der hat hier noch zwei Lebenspunkte übrig. Oh. Ist hier ein Geheimnis oder was? Ist das hier eine unsichtbare Wand? Wie Dark Souls? Hallo? Achso, ja, na, ja. Nimm einfach. Ach, hier ist die Kiste. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis. Ein Mönchstab, ein Kampfstab. Alright. Okay, was ist das? Das macht mehr Schaden. Ist größer. Ist schneller. Okay, ich nehme das. So, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lords of the Fallen. Ich muss sagen, ich freue mich schon drauf. Bin gespannt auf die nächsten, auf die weiteren Bosse und auf die nächsten Gegner und was wir alles noch so finden werden. Bisher, ja, läuft es schon ziemlich gut, ne? Ich bin kein einziges Mal gestorben. Bei Dark Souls wäre ich schon fünfmal gestorben. Naja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch eine positive Bewertung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.